Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Munibärenbande. Heute gibt es endlich mal einen Zufallsgegner, wo wahrscheinlich eh wieder Terraner werden, wie beim letzten zwei Spielen. Und ich stelle mich zurzeit echt ganz schön schlecht an. Vor allem gegen Terraner, ich weiß auch nicht warum. So, damit ich wissen, was er spielt, können wir mal fragen. Race? Fragezeichen. Und dann gucken wir einfach mal. Sehr, sehr schön. Haben wir natürlich oben zugemacht, aber ist auch nicht wild. Weiter wild. So, Sengs. Gut, gegen Zerg. Was spielen wir gegen Zerg? Wir wollen auch immer sehr früh exen. Haben natürlich jetzt oben dicht gemacht, was nicht so schön ist, aber das passt schon. Suchen wir noch vom Zerg die Echse zu D9. Haben wir auch geschafft, sehr schön, das ist immer gut. Je später die Echse kommt, umso besser ist es für uns. Oh nein. So, wir nehmen auf jeden Fall jetzt unsere Echse. So, bei 19 unsere Echse, dann sollten wir auf jeden Fall langsam unten die Bude dicht machen. Also, nee, wir machen auf jeden Fall hier den Kybernetik-Kern. Nehmen wir auf jeden Fall das zweite Gas. Und werden unten sofort eine Pylone hinstellen, weil das jetzt scheint schon was Ernsteres zu werden. Gucken wir mal nochmal rein. Und halt einfach nur unten dann. Scheint noch keine Linge zu kommen, das ist schon mal gut. Nimmt auch kein Upgrade. Dann hat er seine Echse wahrscheinlich woanders hingestellt. Auch nicht schlecht. So, auch schnell Gas. Da ist die Echse. Links unten, seht ihr das? Also viel Gas, viel Gas. Hier brauchen wir auf jeden Fall einen Adepten zum Rasen. Ihr benötigt mehr Vespingas. So, kann natürlich eigentlich sein. Eigentlich sind wir ein bisschen zu spät dran mit allem. Da kommt der Ovi, der andere Ovi. Stalker mit. Wir gehen auf jeden Fall ärgern. Forcen, dass er ein paar Linge baut. Linge sind immer gut. So, der kommt hier wieder zurück. Ah, da sind wir zu früh mit dem Dings bauen müssen. Das Bob, hier, das Orakel. Ja, hat noch nicht mal Queens, also. So soll es geschehen. Nur die Gläubigen. Zitronen kriegen wir auf jeden Fall. Können wir auch Apfel bauen. Machen jetzt auf jeden Fall die Bude erstmal schneller ein bisschen dicht. Bauen Gates. Ah, das geht hier hin, ey. Auf jeden Fall einen Unsterblichen. Klon habe ich gebaut und könnten eigentlich mal hier die Ovis killen gehen. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Das könnte problematisch werden. Die Stränge des Schicksals liegen offen. Ich bin immer noch nicht ganz fit in dem Spiel zurzeit. Genau deswegen. Ah, es geht auch fertig geworden.
Teleportation erfolgt. Wir auch. Shit. Warp fällt online. Für die Ehre. Mein Leben für Ajur. Ich brauche auf jeden Fall mal wieder ein Bild in ordentlichem. Ne? Ich mir selber ein bisschen mehr beibringe als das, was ich hier spiele, ist echt grottig. Schon längst eine dritte haben müssen. Minute 5. Ich sehne mich nach dem Kampf. Ich durchstreife die Gang. Mein Leben für Ajur. Braucht viel zu lange einen Worker. Viel zu viel, viele Basen. Was ist euer Begehr? Mein Leben. Schon eine vierte? Der dritte wird wahrscheinlich schon mal saturiert haben. So, wir nehmen jetzt auf jeden Fall seine eine ab hier. Verstanden. Auf dem Singen der Gerechtigkeit unsere Wut spüren. Also, weißt du, wir kommen, hat Hydra so eine Ente. Mein Leben für euch. Nein! Sind die Klingen Ajurs. Na dann! Mein Leben für Ajur. Ach, Pylon. Ach, Mann, bin ich schlecht heute. Ach, Mann. Hat viel zu viel Hydras. Mit dem Wissen, was ich habe, komme ich nicht weit. Abgeschlossen. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. So, auf die Archons warten wir noch und dann müssen wir einfach. Okay, hilft ja nichts. So, dann drauf. Anders geht nicht. Hat er schon entdeckt. Nein, nicht alle. Mann, fightet doch mal together, verdammte Scheiße. GG! Ah, gut, er hatte keine Viertel. Wenn er jetzt die Viertel noch gehabt hätte, hätte er auf jeden Fall mehr pumpen können. Aber trotzdem, ich muss mehr spielen, definitiv. Gut, wir haben mal wieder gewonnen, endlich. Und ja, mich riecht das Spiel auf. Aber es macht Spaß. Und ja, MMR ist immer noch nicht wirklich gut, also wir versuchen uns zu verbessern. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Mutibär. Tschö, tschö. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschö, tschö.